Willkommen Leute zu einem weiteren gesponserten Opening und zwar dieses Mal zu meinem Raging Tempest Display, wie schon angekündigt. Und zwar wurde mir das Ganze gesponsert von Card Market, einem Shop, der bereits in der Videobeschreibung verlinkt ist, ganz oben. Und der mir auch schon bereits einige andere Displays gesponsert hat und das Logo könnt ihr in einer der Ecken des Videos sehen. Ich weiß noch nicht ganz in welcher. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Es gibt hier eine ganze Menge coole Karten, beispielsweise die ganzen Zodiac-Karten sind hier eingeführt worden ins Spiel. Und die sind ja aktuell auf jeden Fall Top-Meta. Und ja, hier gibt es auch einige sehr wertvolle Secret Rare Karten von den Zodiacs und ich hoffe mal, dass wir eine davon ziehen werden. Mindestens eine. Und es gibt auch ein neues Instant-Fusion-Target, ein Seeungeheuer von Termius oder so, wie das heißt. Würde ich auch sehr gerne ziehen. Wie auch immer, wir fangen direkt mal an und ich werde jetzt mal hier ein paar von den Boostern rausräumen. Es sind insgesamt 24 Booster an der Zahl mit jeweils 9 Karten. Eine Holo ist immer garantiert und ich würde sagen, wir stellen das mal dahin. Und tun das so da rein. Und dann können wir hier einen Booster nach dem anderen rausfischen. Und los geht's. So, Booster Nummer 1. Wir hatten ja bereits eine kleine Sneak Peek, die uns von Gate to the Games gesponsert wurde. Und jetzt beginnt das wahre Opening des Displays. Wir haben Raketenhand, dann Zodiac Rambok, Puro Schattenspieler Aeon, Rekatisierung. Dann haben wir Geisterungeheuer, Avatar, Zähmerin, Winder. Wie gesagt, eine sehr schöne Karte in Rare. Gefällt mir vom Artwork her sehr und ich finde schön, dass die Geisterungeheuer wieder Support bekommen haben. Dann haben wir Spioral, Ausrüstung, Mehrzweckdraht in Super. Und ich werde jetzt auch mal die Raritäten rauslegen für dieses große Display hier. So. Dann haben wir Märchenschweif, Wittchen. Okay. Und Hebo, Herr des Flusses. Und Zodiac, Haarsbüchse. Okay. Wir hatten alle 10 Karten schon. In der kleinen Sneak Peek, erstaunlicherweise. Aber jetzt sind halt Secret Rares garantiert, ne? Deswegen bin ich gespannt, welche wir ziehen werden. Ich glaube, 2 Stück sind immer garantiert pro Display. Wir haben Yoko Tuner, dann haben wir Maschinenengel, Absolut Ritual, Shinobi Vogel Krähe, dann Unterterror Behemoth, Voltellurik. Voltellurik? Ich glaube schon. Die haben immer so komische Namen, aber sieht wieder sehr cool aus, wie immer. Ist in meinen Augen eines der hübschesten Deckthemas, auch wenn es halt sehr komisch benannt ist, in Rare. Und dann haben wir in Ultra Rare Zodiac Tigermörser. Alles klar, kann sogar sein, dass die schon was wert ist. Direkt mal eine Ultra Rare gezogen, wunderbar, geht auch prima los. Gefällt mir sehr gut. Tun wir mal hier hin. Dann haben wir Cypher Spektrum. Wir haben antike Antriebshaubitze. Wie gesagt, in Kamen. Finde ich komisch, dass es keine Super Rare ist, aber gut. Und mechanischer Arschunterwäldler. Haben mir so viele Leute in die Kommentare geschrieben, dass ich das angehört hat wie Arschunterwäldler, als ich das vorgelesen habe. Dann Shinobi-Vogel Kranich. Und das war's auch schon mit dem zweiten Booster. Und es geht direkt weiter. Ich finde es ja schön, dass wir direkt mal einen Ultimate gezogen haben. Ich glaube, 3 oder 4 Ultimates sind garantiert pro Display, oder? Ich glaube schon. Wir haben Supersoldaten-Synthese ein weiteres Mal. Künstlerkumpel Handstandbär. Ich finde es krass, wie viele Karten wir doppelt ziehen. Ne? Ich habe ja nur 10 Booster geöffnet in der kleinen Sneak Peek da, aber naja, es wiederholt sich halt doch schon relativ stark, die Commons, aber die Holos sind halt interessant. Dann pure Schattenpuppen, Aeonen, wir haben Geisterungeheuer Rückkehr und Gesandter des Chaos in Rare. Und ich sehe schon ein Ritualmonster, nämlich Cyberengel Natascha in Super Rare. Cool. Ich liebe Rituale einfach so sehr. Sieht einfach cool aus. Instant, einfach wegen der blauen Farbe. Es ist einfach ein schönes Gefühl, so eine schöne Ritualkarte zu haben. Dann Zodiac Sternbild, Gewaltowandler, Christron Rion und das war's auch schon. So, wir nähern uns der Vollendung des ersten Viertels des Displays. Und noch haben wir keine Sensation erlebt, aber bin gespannt. Wir haben Metro Gnom. Ich meine, ich habe davon gelesen, dass das eine Shortprint ist, oder? Ich glaube schon. Wir hatten es auf jeden Fall nicht in den 10 Boostern, die ich bereits geöffnet hatte. Deswegen könnte das gut sein. Wir haben Wichtprinzessin, auch die ist neu, cool. Wieder mal Support für die Totenkopfdiener, finde ich ja sehr schön. Ist ein kleines, ja, nostalgisches Deckthema. Yoko Tuner ein weiteres Mal. Dann Shiranui Sonnensage, in meinen Augen eines der schönsten Shiranui-Monster überhaupt. Wenn nicht das schönste, sehr cool. Und dann haben wir noch schwer gepanzerter Zug Eisenwolf. Interessant, ein Train in Super Rare. Sehr, sehr cool. Neuer Zug-Support. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, ehrlich gesagt, wusste ich noch nicht. Dann haben wir die Gitarre von Symphonisch, die Gita Aare. Dann Millionenfresser mit DD Trainer, dem Gagagigo und dem Sea Monster.
Ansteckungszauber, Cypher Aufstieg und zu guter Letzt ein Superquantal Alpha an Stachel. Wunderbar. Ist ja auf jeden Fall einige coole Karten dabei gewesen. So, direkt das nächste Booster. Na, okay. Wir haben Zodiac Combo, auch eine neue Karte. Sieht ganz cool aus mit dem Wolfsmaul hier, ne? Gefällt mir. Den Ruf des Shinobi-Vogels. Geschwindigkeitsreut, Pferdestelzen. Das sieht mega kacke aus vom Design her. WTF. Wer ist denn darauf gekommen? Okay, wieder ein neues Speedroid-Vieh. Haben ja schon den Gummipreis gesehen. Das war auch ein Speedroid-Vieh aus diesem Set. Dann nochmal den Voltellurik in Rare. Und Delta Magnetkrieger. Ach, schau mal, die neuen Magnetkrieger sind ja auch drin. Interessant. Alles klar. Finde ich ja sehr schön, dass die auch Support bekommen haben. Die Magnetkrieger ist halt ein sehr altes Deckthema. Beziehungsweise war es nie ein Deckthema. Es ging halt einfach nur um den Valkyrion von Yugi. Aber der wurde endlich mal ein bisschen erweitert, diese kleine Idee. Dann Shinobi-Vogel Erlösung. Shiranui-Stil Samsara. Zodiac Haarsbüchse und Shinobi-Vogel Kranich ein weiteres Mal. So, ich würde sagen, wir machen mal kurz die Stapel wieder gerade, bevor das hier noch umfällt irgendwann. Insgesamt sind ja 216 Karten in so einem Display, ne? Davon 24 Rares und 24 Holos. Wenn man das mal nachrechnet. Wir haben Magespenster Bö, eine nicht so gute Magespenst-Karte, wie mir gesagt wurde. Zodiac Grambock, dann haben wir Antiker Antriebsjagdhund, Raketenhand, Fusionsrecyclinganlage, sehr cool, die kommt ja auch raus, okay. Ist eine sehr gute Karte, wie ich finde, für Fusionsdecks auf jeden Fall eine interessante Sache, weil dann kann man sich quasi die Poli suchen und das ist ja immer ganz schön in Rare. Und dann haben wir Wahrer König, Lito, Sagym, das Desaster. Auch sehr cool in Super Rare. Tun wir mal dahin, dann haben wir Shinobi Vogel, Machtpunkt. Antike Antriebshaubitze noch ein weiteres Mal, den Rangsteigerungszauber und das war's auch schon für dieses Pack. Und wir nähern uns dem Abschluss der ersten Hälfte immer mehr. Aber bisher noch keine Secret Rare. Supersoldatensynthese, dann haben wir Shinobi Vogel Taube, Geisterungeheuer Rückkehr. Ja, ich find's einfach schön, dass die endlich Support bekommen haben. Dass keine Hawk auf 1 ist, ist so lächerlich einfach nur. Immer noch auf 1. Die Karte soll einfach wieder zurückkommen. Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Dann antiker Antrieb wiedergeboren in Rare. Okay. Und die Holo für dieses Pack ist buntäugiger Wutdrache. Eine weitere Ultra Rare. Sieht sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Also das ist so eine Karte, die ist prädestiniert dafür, Ultra Rare zu sein, finde ich. In Secret Rare wäre die, glaube ich, gar nicht mal so hübsch. Aber in Ultra gefällt die mir sehr gut. Mal wieder so ein Pendeldrache. Kommt auf jeden Fall zu den Ultras. Ich glaube, hier sind insgesamt einige coole Ultra-Rare-Karten dabei. Dann haben wir Cyber Tutubon, dann Sumpf Verstärkefeuer und Lehrenfestmal und Christron Rion ein weiteres Mal. Den habe ich jetzt bestimmt schon 6 Mal oder so. Der belästigt mich etwas. Genauso wie der Yoko Tuner, dieser kleine Hund. Den haben wir auch schon einige Mal gezogen. Weiter geht's mit auszubildender Flötenspieler. Ich finde ein cooles Artwork. Dann Cypher Etrangère. Zodiac Combo, Supersoldatensynthese und dann in Rare Gesandter des Chaos. Habe ich jetzt ein ganzes Playset in Rare, cool. Finde ich auch eine schöne Karte an sich. Und als Holo haben wir Christron Sulfenir. Sulfefnir. Ja, Sulfefnir, okay. In Super Rare. Warum haben diese komischen Namen? Ohne Spaß. Richtig schlimm. Dann Hebo, Herr des Flusses. Blumenkartchen, Kirschblüte mit Vorhang. Angeblich sind die ja gar nicht mehr so schwach, ne? Hat mir ein Zuschauer geschrieben, dass er damit irgendwie Chance hatte gegen Battlefoe, aber naja, wie gut jetzt der Battlefoe-Spieler war, wissen wir nicht. Aber vielleicht ist es ja doch mittlerweile halbwegs spielbar, aber nach wie vor einfach, naja. Schade, dass das nicht früher gescheit supportet wurde. Irgendwie ist es komisch mit den Cardian-Karten. Und dann Rangsteigerungszauber Cypher Aufstieg. So. Nächstes Pack. Und die Spannung wächst auf die coolen Raritäten. Wichtprinzessin ein weiteres Mal. Hätte ich gerne ein Playset von, ehrlich gesagt. Vielleicht mache ich mir irgendwann mal ein Totenkopf-Diener-Deck, kann sein. Dann Shinobi-Vogel-Taube. Rekatisierung. Verschwundener Wind. In Rare. Interessant. Das ist auch von den... Nee, gar nicht. Na, schau mal, das ist scheinbar einfach irgendeine random Support-Karte.
Ja gut, ich dachte kurz, das wäre vielleicht irgendwas von den Geisterungeheuern, weil es ein bisschen so ausgesehen hat, aber nein. Das ist schon mal was Eigenständiges in Rare. Und dann die Holo. Zodiac Rapier. Habe ich jetzt ein ganzes Playset in Super Rare. Ist auch ganz nett auf jeden Fall. Dann Cyber Tutobor. Antike Antriebshaubitze. Und Symphonischer Krieger Mike. Und Shinobi Vogel der Lösung. So, vorverletztes Pack für die erste Hälfte. So ein Display-Opening dauert ja immer eine Weile. Aber ich liebe es, so Displays zu öffnen. Das ist einfach so ein schönes Gefühl, einfach so ein paar Booster-Packs auszupacken, Karten vorzulesen, macht auf jeden Fall Bock. Antiker Antriebsjagdhund, dann haben wir Zodiac Rambok, Geisterungeheuer Rückkehr, Heldentausch, ein weiteres Mal habe ich jetzt, glaube ich, auch ein Playset von. Und die Holo, Drachenrufer Magier, hatte ich auch schon, ist eine Super Rare, ist ganz cool. Dann haben wir Shinobi Vogel Kranich ein weiteres Mal, den habe ich jetzt auch schon 1000 Mal gezogen. Shiranui Steel Samsara, Gewaltowandler, Shinobi Vogel Erlösung und das war's auch schon. Vorletztes Pack für diese erste Hälfte. Und bisher echt noch keine Secret Rare. Wir hatten auch beim letzten Display erst bis zum ganz zum Ende warten müssen, ne, bis die Secret Rares kamen. Ist irgendwie komisch bei mir immer. Wichtprinzessin, dann Shinobi Vogel Taube, Raketenhand, Shinobi Vogel Krähe, Gesandter des Chaos in Rare und Wahrer König, Lito, unaussprechlicher Name, das Desaster ein weiteres Mal in Super Rare. Alles klar, dann haben wir Rangsteigerungszauber, Cypher Aufstieg, Lehrenfestmal, Shinobi Vogel Kranich und das war's auch schon. So, letztes Pack für die erste Hälfte. Wäre natürlich lustig, wenn beide Secret Rares einfach links sind in der Hälfte. Aber gut, kann man ja nicht beeinflussen. Aber ist eigentlich auch ganz schön, dann bleibt die Spannung bis zum Ende erhalten, ne? Wäre ja schade, wenn die Secret Rares direkt in den ersten beiden Boostern wären. So, Yoko Tuna schon wieder. Der belästigt mich echt ein bisschen. Rekartisierung genauso. Dann Terminal Welt Next. Okay, die ist ganz interessant. Die habe ich bisher nur einmal, glaube ich. Heldentausch ein weiteres Mal. Und Christron Sulfefnir. Ein weiteres Mal in Super Rare. Symphonischer Krieger Mike KS. Oder Mike KKS. Symphverstärkefeuer. Mechanischer Arschunterwäldler und dann der Gummipreis ein weiteres Mal, von dem ich ja eben schon mal geredet habe, ein Speedroid-Vieh. Gut, das war's auch schon mit der ersten Hälfte und dann beginnen wir nun mit der zweiten Hälfte. Ich würde sagen, wir legen das Display jetzt mal weg und ich mache hier einfach die Booster schön hin ins Bild. Ordne nochmal kurz die Stapel und an dieser Stelle nochmal riesiges Danke an Cardmarket, dass ihr hier diese wunderschönen Display-Openings immer ermöglicht, wenn ein neues Display-Set rausgekommen ist. Finde ich auf jeden Fall nice. Und wie gesagt, der Shop ist in der Videobeschreibung verlinkt. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit der zweiten Hälfte. Wir haben erstmal Ruf des Shinobi-Vogels ein weiteres Mal, ein Ritual. Magerspenster Böe, antiker Antriebsjagdhund. Shinobi-Vogel Krähe ein weiteres Mal. Dann Shinobaron Pfau, cool, der ist neu. Hatte ich bisher auch noch nicht. Ist ja ein cooles neues Spirit-Thema, diese ganzen Shinobi-Vögel. Schaue ich mir auf jeden Fall auch mal an. In Rare und dann haben wir Seemonster von Theseus. Nice, das ist sehr, sehr cool. In Secret Rare, die erste Secret. Das ist eine der Karten, die ich auf jeden Fall ziehen wollte. Wenn ich jetzt noch ein Zodiac-Vieh ziehe, was ein bisschen was wert ist, wäre es eigentlich perfekt. Steht nicht zum Verkauf, deswegen fragt mich erst gar nicht. Ich brauche die Karte dringend, denn, naja, ist halt jetzt ein Staple für Instant-Fusion und definitiv eine Karte, die man als Sammler und auch als Spieler auf jeden Fall einmal braucht. Deswegen sehr, sehr schön, dass ich die jetzt habe. Ja, an sich kann die Karte eigentlich gar nichts. Sie ist einfach nur ein Instant-Fusion-Target, was halt extrem beliebt ist. Und hier steht gar nicht Empfänger, ne? Ist sie nicht selbst ein Empfänger? Doch eigentlich schon, oder? Ist es ein Fehldruck vielleicht? Eine First Edition? Das könnte sein. Ich weiß nicht genau. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber meines Wissens ist die ein Empfänger, weil das ist ja eigentlich der einzige Sinn, weswegen man die spielen sollte, oder? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Auf jeden Fall eine sehr coole Secret Rare. Und die erste aus diesem Set, die wir gezogen haben. Da würde ich sagen, machen wir mal Platz kurz für die, damit die hier schön zu den Ultra-Rares gelegt werden kann. Dann Shinobi-Vogel Machtpunkt, Lehrenfestmal und Christron Rion ein weiteres Mal. Der lässt mich heute nicht in Ruhe scheinbar. Ich würde sagen, ich tue jetzt auch mal den Kammenstapel aus dem Bild kurz, damit er nicht umfällt im Laufe des Openings. Das wäre ja schade. Dann müsste ich hier unnötig schneiden. So, der Anfang von Himmel und Erde. Wie gesagt, ein cooles Artwork, habe ich ja auch schon ein paar Mal gezogen in den ersten 10 Boostern, die wir aufgemacht hatten. Ganz coole Idee für eine Karte. Dann Terminalwelt Next, habe ich jetzt auch ein Playset von. Zodiac Combo, dann Windhexe, Kristallglocke.
Ah, schau mal, die Wind Witches haben ja auch ihr Debüt scheinbar. In Rare. Und die Holo ist schon wieder der unaussprechliche, das Desaster. Ein ganzes Playset. Dann haben wir den Arsch-Unterwäldler, dann Superquantal Alfan-Stachel, Verschilosaurier und Cypher-Spektrum. Nächstes Pack. Bin gespannt, was die zweite Secret sein wird. Auf jeden Fall schon mal sehr schön, dass wir ihn haben, weil der war sehr wichtig. Dann haben wir Maschinenengel Absolut-Ritual, Magespenster-Böe, Shinobi-Vogel-Krähe, Lichtverpflichtetes Urteil, habe ich jetzt auch fast ein Playset von. Dann als Rare Verschwundener Wind ein weiteres Mal. Und unter Terror Behemoth Dragosarium. Sehr cool. Wie gesagt, ein sehr, sehr cooles Artwork. Also das ist schon sehr impressive. Ich habe mir das nochmal angeschaut, privat, nach dem letzten Opening. Und ja, gehört auf jeden Fall zu den coolsten Artworks, wie ich finde. Sehr, sehr impressive. In super. Dann einen Hebo. Einmal Blumenkartien Kirschblüte mit Vorhang und Shinobi-Vogel Erlösung. Weiter geht's. Und jetzt kann ich auch mal die Secret Rare hier schön separat hinlegen. Denn der Boosterstapel schrumpft so langsam leider. Symphonischer Krieger Synthes SS. Dann Raketenhand. Geschwindigkeitsreut Pferdestelzen. Nochmal eine Zähmerin Linda, wie gesagt, richtig cooles Design, habe ich jetzt endlich ein Playset von. Hätte ich mir, glaube ich, sogar das dritte geholt von, aber in einer Random-Bestellung oder so, deswegen schön, dass ich das jetzt nicht machen muss, weil ich mag das Design wirklich sehr. Und ich finde es schön, dass die endlich Support haben wieder. Dann haben wir Windhexe Glasglocke als eine weitere Ultra-Rare, meine ich. Sehr, sehr, sehr cool. Die Nummer 3. Wie gesagt, ich glaube, es gibt 4 Stück pro Display oder 3. Kann gut sein, dass da noch eine kommen wird, mal sehen. Dann Superquantal Alpha und Stachel, antike Antriebshaubitze, Verschidosaurier und Zodiac Sternbild. Ich glaube, von dem haben wir jetzt auch endlich mal ein Playset von dem Verschidosaurier. Hatten wir, glaube ich, bisher auch nur 2 Stück von. Nächstes Pack. Das will ich aufgehen, wie so oft. So, und dann geht es so komisch auf. Das ist irgendwie, manchmal sind die komisch verschweißt, irgendwie diese Päckchen. Kann das sein? Kommt mir zumindest so vor. Wir haben einen potthässlichen Handstandbär, ein Metrognom, der eventuell eine Shortprint ist, habe ich jetzt 2-mal. Cypher Etranger, ein auszubildender Flötenspieler. Dann haben wir als Bär nochmal Geisterungeheuer Avatar Zähmerin Winder. Ja, okay, habe ich jetzt 4-mal, brauche ich jetzt nicht unbedingt 4-mal. Dann Neo-Galaxie-Augen Cypher Drache in Super Rare. Wie gesagt, ein bisschen overdesigned die Karte. Vielleicht ein bisschen zu detailreich. Hätte vielleicht nicht ganz so sein müssen, aber dennoch eine coole Karte für eine Super Rare. Dann Shinobi Vogel Machtpunkt, Lehrenfestmal und Zodiac Haarsbüchse ein weiteres Mal. Habe ich jetzt auch schon 1000 Stück von. Generell kommt es mir so vor, als gäbe es gar nicht so viele verschiedene Commons hier drin, aber ist nur Einbildung, glaube ich. Dann haben wir Ruf des Shinobi Vogels, wir haben Künstlerkumpel Handstandbär, antiker Antriebsjagdhund, Geisterungeheuer Rückkehr, Shinobi Baroness Pfau in Rare. Wie gesagt, Ritualmonster sehr cool. Und dann haben wir noch Tapferäugiger Pendeldrache als die zweite Secret, oder? Ich glaube ja, okay. Leider kein Zodiac-Vieh, aber trotzdem sehr cool. Sieht natürlich fantastisch aus. Und deswegen bin ich auf gar keinen Fall traurig. Und ich meine, die wichtige Karte zum Spielen habe ich ja gezogen. Deswegen sehr cooles Opening an der Stelle. So, dann kann die schon mal hier dazugelegt werden. Wobei das so ein bisschen blendet, deswegen ist es vielleicht nicht so ganz optimal. Ich lege die mal einfach hier so hin. Ja, besser. Dann haben wir Geschwindigkeitsreut Gummipreis, Cypher Spektrum und Märchenschweif Wittchen. So, wie viele haben wir noch? So um die 6-7 Stück, ne? Ja. Haben also noch die Chance, einige coole Sachen hier zu ziehen. Wir haben auszubildender Flötenspieler, dann Symphonischer Krieger Synthes SS, Geschwindigkeitsreut Pferdestelzen, wie gesagt, extrem hässlich. Dann Zodiac Eberbogen in Rare, habe ich jetzt auch ein Playset von. Und als Holo nochmal den Dragosarium, sehr schön. Wie gesagt, davon hätte ich gern ein Playset gehabt. Und das habe ich jetzt auch. Ist sehr, sehr schön vom Design her. Und auch ein Flipmonster, lustigerweise. Sind die alle Flipmonster? Weiß ich gar nicht genau. Dann Cyber Tutobon, Millionenfresser. Dann Blumenkartien, Kirschblüte mit Vorhang. Und Geschwindigkeitsreut Gummipreis. Und ich glaube, das fünftletzte Pack. Dann haben wir dieses Opening leider auch schon hinter uns. Auch wenn ich gerne immer weitermachen würde.
Macht halt einfach Spaß, diese ganzen Booster zu öffnen. Dann Supersoldaten-Synthese, antiker Antriebsjagdhund, Ruf des Shinobi-Vogels, Shinobi-Vogel-Taube, Künstlerkumpel, Lachemacher, okay, das ist neu, hatten wir bisher noch gar nicht, in Rare. Und die Holo, nochmal den unaussprechlichen Das Desaster, der verfolgt mich irgendwie auch ein bisschen. Ich hab jetzt viermal gezogen heute, oder? Ich glaube schon. Dann Christron Rion schon wieder, Cypher Spectrum, Verschidosaurier und das war's auch schon. So, mittlerweile bekomme ich die Packs echt gut auf, muss ich sagen. Also ich bekomme langsam ein bisschen Erfahrung darin. Der Anfang von Himmel und Erde, dann Yoko Tuna ein weiteres Mal, Cypher Etranger, dann Spiral Mission Wiederergreifung in Rare, hatten wir bisher auch noch gar nicht. Habe ich aber schon gesehen, das Artwork von der Weile. Finde ich eigentlich ein ganz cooles Design dafür. Dann Windhexe Eisglocke als eine weitere Ultra Rare, haben wir jetzt auch vier Stück. Das heißt, vermutlich war es das jetzt an coolen Raritäten. Dann Sümpferstärkefeuer, Millionenfresser, dann Superquantal, Alpha und Stachel und mechanischer Arschunterwäldler. So, die letzten drei Packs brechen an. Und dann schauen wir mal, was wir hier drin haben. Wir haben Rekartisierung, nicht verpflichtetes Urteil, habe ich jetzt auch ein Playset von. Ich glaube, da hatte ich bisher nur zwei, oder? Ich glaube schon. Dann Zodiac Rambok, Shinobi-Vogeltaube, Blumenkartien Lichtfackel. Cool, der sieht sehr, sehr nice aus sogar. Das gefällt mir in Rare. Hätte auch eine wunderbare Ultra-Rare gegeben, glaube ich, aber nein. Und als Holo Unterterror Höhlenkampf in Super. Dann Shinobi-Vogel Machtpunkt, Zodiac-Sternbild und Shiranui-Stil Samsara. Vorletztes Pack für die heutige Folge. Und noch besteht Hoffnung, vielleicht gibt es ja doch die Möglichkeit, dass mehr drin ist. Und ich werfe jetzt mal die ganzen Booster hier auf den Boden. Ihr habt es nicht gesehen, aber ich habe die ganze Zeit hingelegt. Die haben sich gerade ein bisschen angesammelt da und sind schon ins Bild gerutscht. Dann haben wir Zodiac-Kombo, pure Schatten, Puppen, Aeonen, dann nochmal ein Handstandbär, der porthässlich aussieht, Zodiac-Eberbogen ein weiteres Mal und Spioral-Ausrüstung Merzbeck-Draht als Super. Dann Shinobi-Vogel-Kranich, einmal Kirschblüte mit Vorhang, dann Gitar-Aare und das Mike-KKS. Und da kommen wir auch schon zum letzten Booster-Pack und hoffen darauf, dass hier was Schönes verpackt ist. Weg damit. Wir haben Maschinenengel Absolut-Ritual, Yoko Tuna, Mate-Spenster Böe, Cypher Etranger, dann Unterterror Erzfeind Verteidiger in Rare und Drachenrufer Magier, habe ich jetzt auch ein Playset von, in Super Rare. Dann antike Antriebshaubitze, Verschidosaurier, Shinobi-Vogel Machtpunkt und das war's mit dem heutigen Opening. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder mit dem Recap der heutigen Folge. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal langsam zum Recap. Wir haben zunächst mal bei den Rares dreimal Gesandter des Chaos, dann dreimal Geisterungeheuer Avatar Zähmerin Winder, dann zweimal Unterterror Behemoth Voltellurik, zweimal Heldentausch, zweimal Verschwundener Wind, zweimal Zodiac Eberbogen und dann jeweils einmal Shiranui Sonnensage, Fusions Recycling Anlage, antiker Antrieb Wiedergeboren, Windhexe Kristallglocke, Shinobaronis V, Shinobaron V, Künstlerkumpel Lachmacher, Spioralmission Wiederergreifung, Blumenkartien Lichtfackel und Unterterror Erzfeind Verteidiger. Dann haben wir bei den Super Rares unfassbare viermal den Unaussprechlichen, das Desaster. Richtig krass. Dann zweimal Drachenrufer Magier in Super. Zweimal Christron Sulfefnir. Dann zweimal Unterterror Behemoth Dragosarium. Und zweimal Spioral-Ausrüstung Mehrzweckdraht. Und dann jeweils einmal Cyberengel Natascha. Schwergepanzerter Zug Eisenwolf. Delta Magnetkrieger. Zodiac Ratpier. Neogalaxie-Augen Cypherdrache. Und Unterterror Höhlenkampf. Dann bei den Ultra-Rares haben wir vier verschiedene, nämlich einmal Windhexe Eisglocke, Windhexe Glasglocke, Zodiac Tigermörser und sehr, sehr cool buntäugiger Wutdrache, der sehr, sehr nice aussieht. So, das waren die Ultra-Rares. Und die beiden Secret-Rares waren nicht ganz so beeindruckend, nämlich tapferäugiger Pendeldrache und die wichtige war Seemonster von Theseus. Aber trotzdem beides natürlich prima Karten.
Sehr, sehr schön vom Design und Secret Rares habe ich ja sowieso sehr gerne. Gut, da würde ich sagen, nochmal riesiges Danke an Card Market für das schöne Sponsoring. Der Link zum Shop ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Ist quasi eine Online-Kartenbörse für diverse Händler und Spieler, die da ihre Karten zum Verkauf anbieten können. Oder auch ihre Booster-Sets, ihre Displays, ihre Structure-Decks, was auch immer. Ihre Produkte einfach für alle möglichen Kartenspiele, auch für Pokémon und so. Und ja, danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr mein Postfach sehen wollt, dann ist es auch in der Videobeschreibung direkt unter dem Link zu Card Market. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal mit einem weiteren Opening. Bis dann. Tschüss.